Unter dem Titel »Einfach sein« porträtiert der Mürztaler Fotograf Sascha Meister ausdrucksstarke Persönlichkeiten mit jeweils einem persönlichen Gegenstand. Daraus entstehen visuelle Statements, die den Betrachtern einen großen Spielraum an Interpretationsmöglichkeiten erlauben. Ja, meine Interpretation ist, dass es sehr schwierig ist, einen Gegenstand für sich herauszugreifen, wo ich sage, der ist mir so wichtig, dass er meine eigene Persönlichkeit darstellt. Und da gibt es die verschiedensten Dinge, die zum Schmunzeln anregen können, aber auch zum Nachdenken. Und was mir besonders gut gefallen hat, das sind alles wirkliche Gegenstände, wo ich sagen muss, da steckt was dahinter. Und auf das Handy hat man gänzlich verzichtet, obwohl das heute eigentlich offensichtlich für viele Leute das wichtigste Ding eigentlich darstellt. Innerhalb von 15 Monaten sind 36 Schwarz-Weiß-Porträts für das Projekt Einfachsein entstanden. Seine Protagonisten hat Sascha Meister aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis akquiriert, aber nicht nur. Ich wollte einfach verschiedene Menschen da porträtieren. Da sind Menschen dabei, die was ich wirklich aus dem Supermarkt ausgekastet habe, sozusagen. Eine Verkäuferin, die was man schon lange im Auge hat und denkt, den möchte ich dabei haben. Für die Models gab es keinerlei Vorgaben. Für den Künstler steht der Mensch im Vordergrund. Der mitgebrachte Gegenstand und ein persönliches Statement der Porträtierten erzählen dabei ihre eigene Geschichte. Jeder gibt irgendwie bei dem Porträt was für sich preis. Manche sind halt Schauspieler, manche Blender, manche grundehrlich, manche längere Gefühle komplett da. Also es ist sehr interessant eigentlich, hinter die Schriften, was da oben sind, hinter die Statements und eigentlich das ganze Projekt, das Ganze zu sehen. Und sich da einmal richtig einzudenken. Die 36 Bilder von Einfach sein gibt es auch in Buch- und Kalenderform. Die Ausstellung im Kapfenberger Kutz läuft bis zum 8. März. Unter dem Titel »Einfach sein« porträtiert der Mürztaler Fotograf Sascha Meister ausdrucksstarke Persönlichkeiten mit jeweils einem persönlichen Gegenstand. Daraus entstehen visuelle Statements, die den Betrachtern einen großen Spielraum an Interpretationsmöglichkeiten erlauben. Ja, meine Interpretation ist, dass es sehr schwierig ist, einen Gegenstand für sich herauszugreifen, wo ich sage, der ist mir so wichtig, dass er meine eigene Persönlichkeit darstellt. Und da gibt es die verschiedensten Dinge, die zum Schmunzeln anregen können, aber auch zum Nachdenken. Und was mir besonders gut gefallen hat, das sind alles wirkliche Gegenstände, wo ich sagen muss, da steckt was dahinter. Und auf das Handy hat man gänzlich verzichtet, obwohl das heute eigentlich offensichtlich für viele Leute das wichtigste Ding eigentlich darstellt. Innerhalb von 15 Monaten sind 36 Schwarz-Weiß-Porträts für das Projekt Einfachsein entstanden. Seine Protagonisten hat Sascha Meister aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis akquiriert, aber nicht nur. Ich wollte einfach verschiedene Menschen da porträtieren. Da sind Menschen dabei, die was ich wirklich aus dem Supermarkt ausgekastet habe, sozusagen. Eine Verkäuferin, die was man schon lange im Auge hat und denkt, den möchte ich dabei haben. Für die Models gab es keinerlei Vorgaben. Für den Künstler steht der Mensch im Vordergrund. Der mitgebrachte Gegenstand und ein persönliches Statement der Porträtierten erzählen dabei ihre eigene Geschichte. Jeder gibt irgendwie bei dem Porträt was für sich preis. Manche sind halt Schauspieler, manche Blender, manche grundehrlich, manche längere Gefühle komplett da. Also es ist sehr interessant eigentlich, hinter die Schriften, was da oben sind, hinter die Statements und eigentlich das ganze Projekt, das Ganze zu sehen und sich da einmal richtig einzudenken. Die 36 Bilder von Einfach sein gibt es auch in Buch- und Kalenderform. Die Ausstellung im Kapfenberger Kutz läuft bis zum 8. März.